Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Gestern ein bisschen ja Livestream gemacht mit dem Soulfire Bastion. Und also dem Dungeon. Und den Ring schon gefunden beim ersten Mal T1. Und heute, ja vielleicht noch nicht heute, aber sobald wir vielleicht das Amulett der Devations haben, können wir dann nochmals Soulfire Bastion machen. Weil, ja, es ging, jo, schon gut, aber es war schon ein bisschen nervig mit dem brennenden Boden und so, möchte ich schon gerne noch ein bisschen mehr Damage machen, damit der Boss da nicht ständig den brennenden Boden casten muss. Oder es darf, oder? Genau. Also, wir gehen hier straight up noch zu einem Idol-Echo und dann machen wir den Boss auch von diesem Monolithen, den dritten von links. Genau, und ja, dann sind wir eigentlich schon fast bei dem Aegis Dragon Monolithen, wo wir dann das Devotion Amulett holen können. So. Ja, und wir hoffen einfach, dass wir die richtigen richtigen Götzen finden. Genau. So. Na, wo bist du, Spitze? Wo ist denn die Spitze? Und wieso haben wir hier wieder fehlende Texturen? Lieber Entwickler, entwickelt das Spiel mal fertig. Genau deshalb wollte ich nie eine 1.0 schon so früh sehen. Wegen fehlenden Texturen. Die sind ja schlimm, mordsmäßig, gruselig. Also für die Augen sind das, ist das die schlimmste Farbe. Ja, ja, fehlende Texturen. So, was war das Amulett? Multiplikator wieder. Genau, und die Schuhe sind ja auch noch von dort. Ah nein, der da. So. Arena-Schlüssel wieder, okay. Und die endlose Arena haben wir ja noch gemacht, genau. So. Ein bisschen mehr Physical Damage für die Gegner. Ist hier easy. Hier ist nix. Krabben wieder. Krabben in der Eisstadt. Ich bin irgendwie durch das Tor abgesehen. So, dann. Immer schön, Eiskasten. Als Carsten lassen mit dem Hämmer. Genau. Barry, hallo. Das guckst du nicht zu mir. Sind an einem anderen Ort. Ne? Am Anfang vielleicht auch mit dem falschen Weg gegangen. Kürzer gewesen, oben durchzugehen, aber das weiß man ja nie. Ich denke mir immer so, okay, ich gehe lieber dorthin, wo ich eigentlich nicht unbedingt will. Und dann bin ich dann immer falsch. Weil ich mich richtig entschieden habe am Anfang. Einen Bogen, Ötters Standhaftigkeit. Das ist für. Ja, Ballista. Das ist der Ballista-Bogen. So. Also, dann haben wir hier Feuerbeständigkeit. Nein, da nicht so tief unten. War aber höher, genau. Ach, schon wieder keine. Meine Güte, die sind irgendwie ganz am Anfang häufiger. So, Level. Ist nicht 25 oder waren sie, droppen die ungefähr 28, glaube ich, oder so. Da sind sie einfach häufiger. Ja, vielleicht mache ich ja bald wieder mal einen Sentinel. So. Ich möchte eigentlich noch einen Forge Guard schaffen, aber das sollen liebe Leute, die viel mehr spielen. So, ich muss. Muss eigentlich nach links, also in die Richtung.
Man muss immer verkehrt herum, also wenn ihr nach links wollt, dann müsst ihr rechts, und wenn ihr rechts wollt, bei den Monolithen der Karte, dann müsst ihr links nehmen. Und dafür jetzt ist es ja zu Lagon wieder, glaube ich. So, schön alle fertig blitzen. Alle weg blitzen. Aber wir haben hier noch 3888, weil dann bekommen wir Monolithen Echos mehr Belohnungen. Ist doch sehr, sehr hilfreich, oder? Hört sich auf jeden Fall danach an. Gut. So. Wo ist jetzt da? Weiter oben. Sind ein bisschen viele Gegner, finde ich. Gut. Die erste Mission von 3 gemacht. Die zweite. Ja, weiß ich nicht mehr, was das war. Ah, mit dem Ding, mit dem Rundgang, genau. Wo man so ringsum alle Objekte einsammeln muss, stimmt. Was ist das Wett? Ah, die gefangenen Dorfbewohner retten muss. Doch, es waren irgendwelche Verwirrer oder so, ja. Das sind eigentlich die Dorfbewohner. Nein, die Dorfbewohner sind wahrscheinlich rechts oben, aber irgendwas machen, damit die wieder reisen dort oben rechts. Genau, irgendwie so. Ah, genau, und dieses Teil hier auch noch sehen können. Der Schatten. So, und das Teil hier. Das ist ein Phylacterium. Tank. Seelentank. So, und dann nach unten. Hallo, kommt ihr denn alle her? Habt ihr heute nicht ein bisschen Urlaub? Hey, mach dich. Weil du so viel Leben hast. Gut, 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 gut. Nice, nice, nice. Also alles wieder blitzen. Der hat jetzt wieder sehr wenig Leben. Ja, manchmal sind die Gegner halt ziemlich zäh durch Modifikatoren. Gut. Aber es ist nicht so schlimm, also man wird halt einfach kurz getroffen. Hat aber immer sofort wieder Leben. Es geht einfach in diesem Spiel immer zu schnell, bis man wieder hochgeheilt ist. Wenn man so viele Lebensmodifikatoren hat zum Leben erfüllen oder so. Auch den Skills vor allem. Also das ist so völlig egal, wie schnell das, also wie stark der Angriff ist. Bis sein Maximum natürlich, wenn man dann stirbt von Lager oder so. Okay, kritische Wurftrefferchance, da möchte ich nicht. Nehme ich auch nicht mit. Oder was? Nein, es war doch irgendwie Durchdringung, oder? Ich nehme es mal mit und vergleiche das mal mit dem Guide. Was ich ja nicht offen habe. Weil ich ja eigentlich nicht mehr so viel wissen muss über die Skillung, aber ich nehme nochmal auf. So, und hier sind die Leute jetzt.
doof. Bohne sind sie ja nicht. So. Dann machen wir gleich den Boss. Der ist ja ziemlich einfach, wenn man nicht bei dem Boulder drin steht. Ich muss genau kurz schauen. Und zwar war das da, dieses. Genau. Jetzt muss ich gerade ein bisschen raten. Okay, es ist gar nichts. Auf der Rüstung so muss gar nichts sein. Also nur die Stärke und Leben und so. Also ich denke, ich kaufe die Rüstung. Es ist wirklich zwar schon gut mit Leben, aber ich kann einfach nicht alles lagern und ja, ich denke, ich mache nicht so viel Crit-Chance und was. So, also. Dann. Den Bös. Oder die zwei Böse. Hallo, das Skelett ist. Gut. Hä, ist ein neuer Boss? Der war doch nie. Oh, es ist der eine Boss ist hier. Und es ist einfach ein neuer Boss noch. Ein anderen Skin, deshalb. Es war ja auch eine Ziege oder so. Eine untote Ziege oder so. Und jetzt ist es einfach wie ein Wright geworden. Wo bist du jetzt? Ja. Genau, die waren ja so schlimm. Die Bodenteile. Und der Strahl, genau der Strahl. Ja, nicht hat aber. Aber fast noch rein. Hast du doch bitte nicht so viel davon. Das ist ein großer. Ja, ein bisschen mehr Mana bitte. Er haut immer ab. Den müssen wir einholen. Haut er auch ab, weil es für ihn grausam schwer ist, gegen Zug. Ja. Wo bist du jetzt, du Angsthase? Die Osterhasenzeit ist vorbei, hallo. Sterben sie endlich. Stück Nervensäge. Easy, easy. Und wir haben direkt ein Unix. Ja, okay. Aha. Gut. Wunderbar. Sehr schön. Jo, und jetzt immer auch den Anreden noch. Und zwar nehmen wir Einhandschwert, oder? Komm, wir nehmen Einhandstreitkolben wegen der höchsten Chance. Gut, also. Dann haben wir eigentlich das erreicht, oder? Jetzt schauen. Also, Herrschaft der Drachen ist dann, danach, aber wir haben das Echo. Nein, es ist Imperium, es ist gar nicht da, dieses. Also war es Imperium? Wie heißt es auf Englisch? Das heißt auch Imperium, ja, es ist irgendwie. Hat ein bisschen schwer zu. Aber bei einem Droppen. Also ich glaube. Ich weiß gar nicht mehr so aus, in diesen Handschuhe oder so. Wo hier die Unix droppen. Die Echos. Man muss immer diese
golden-grünen Echos haben, oder? Und die haben ja ein bestimmtes Item. Ich weiß jetzt genau, wo hier. Oder war das das mit dem Schild? Kann das sein? Auf jeden Fall brauchen wir eines hier. Also hier sollte man auch ein bisschen. Wie viel Gift schon? Ja. Mhm. Habt ihr gesehen, wie schnell das runtergeht? Ich glaube, die Gegner sind hier wirklich ein bisschen zu OP. Giftresistenz aber. Wir können eigentlich die Schuhe benutzen jetzt für dieses Echo. Auf jeden Fall. Aber ich brauche einfach mehr Item mit diesen dummen Giftresistenzen. Das ist einfach Bewegungstempo, das runtergeht. Ja, genau, die sind auch hier, weißt du, einen ganzen Echo voller Giftgegner, die einfach zu OP sind. Es gibt viele Giftgegner, die nicht OP sind. Nehmt doch dies. Aber nö, ich muss natürlich wieder. So mega. Jetzt habe ich dafür wenig Nekrotik-Resistenz oder was? 55. Ist ein bisschen unfair. Immer schön auf diese Resistenzen gehen, die ich weniger. Ja, vielleicht ist es nur eine Echo. Aber wir nehmen natürlich die anderen Schuhe wieder. Ja. Ey, ich kann denen gar nicht ausreichen, den großen Sprühattacken. Die so stark sind, schaut da auf die Kugel. Dafür heilen wir uns auch schnell wieder. So, und was muss ich jetzt hier machen? Prophet des Ruins. Okay. So, und hier Widerstand gegen Leere. Okay, ja, dreifach Resist. Gut genug. Nehmen wir mit. Jo. Ich bin jetzt gerade seit heute Morgen an einem weiteren Charakter dran, damit wir da easy die Dungeons machen können. Der ist einfach Frostbite Rune Master. Von einer bestimmten Art und Weise ja, ziemlich mächtig. Er castet Frostclaw, also Frostklaue, und löst dadurch Ice Nova aus, also Nova, ja, Elementar Nova auf Eis. Dann löst er noch die Eisstacheln da, diese, wie heißen sie? Nicht mehr so auswendig. Und nochmals irgendwas, glaube ich. Auf jeden Fall ein cooler Bild, der ziemlich neu ist. Aber genau weiß ich das noch nicht, wie das uns, also wie es geprockt wird und so Sachen. Ah ja, noch die zwei Glyphen, also da die Elementarglyphe. Glyphe des. Nein, es ist nicht. Und da dieses. Ja, Blitzzeugs. Aber ich kenne ja eben Runenmeister noch nicht so gut. Von dem Namen her alles. Bisschen ja gespielt, aber relativ schnell immer wieder etwas anders gespielt. Was nicht so mein Spieltipp ist. Aber der ist ja relativ einfach. Man muss eigentlich nur die Glyphen manchmal casten. Noch extra. Und sonst immer rechte Maustaste mit Frostclaw. Ist ziemlich einfach. So, ich tue jetzt mal wieder rüberwechseln. Die Schuhe. Wir brauchen einfach ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Und halt auch dieses Wort. So. Ist leider wieder ein schlechtes Level mit schlechter Performance. Ich weiß nicht, wie tief ich noch irgendwie etwas machen muss in der Grafikeinstellung, aber es nützt überhaupt nichts. Also, man kann es auch oben lassen. Ist einfach je nachdem doch schwer. Eventuell muss ich halt CUDA-CPUs aufstellen. Vielleicht ist es das, was alles überfordert.
dass wie das Spiel einfach sagt, ich kann unendlich viel Leistung verbrauchen. Ja. Ist ja bei anderen Spielen auch so. Zum Beispiel Go, ja nicht Go Simulator, das ist gut. Sag schon. Red Dead Redemption 2 ist noch eins, genau. Welches Game hat unendliche Grafik? Verbrauch. Sag schon. Ah, Planet Zoo, genau. Ja, genau. Und das ist für so einen PC wie ich einen haben völlig schwierig, weil er einfach keine gute RAM hat. Dann alles auf die RAM muss. Und dadurch auch irgendwie die CPU noch beeinträchtigt wird, scheinbar. Dort dann auch steht irgendwie so 34% benutzt. Dabei ist es nur ein Kern, oder? Und das macht einfach den Lüfter so mega an. Ich habe ja eine Wasserkühlung und eine Luftkühlung und ich will die Luftkühlung nicht anhaben. Die muss man nicht anhaben. Liebe Spieleentwickler. Naja, mach doch endlich mal Multicore. Einfach mal. Eieiei. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt in den Editor einstellen kann oder ob man die selber machen muss. Das hat auch eine Frechheit, wenn man so Editoren hat und nichts ist dort ja, gut eingestellt, oder? Wird man gezwungen, den Editor Hersteller zu kontaktieren und alles. Ja, wieso gibt es immer noch Spiele, die nur einen Kern nutzen? Wieso? Also würde man das brauchen? Ich will nur einen Kern nutzen, damit die anderen Kerne irgendwie noch etwas anderes haben. Nee. Nur ganz wenig benutzen. Bitte. Hey, weil sie einfach faul sind. Weil sie einfach faul sind. Und die Prozessorhersteller wollen auch nicht, dass alle Kerne benutzt werden. Ja, es muss ja Energie gespart werden. Jetzt habe ich weiß nicht, wie viele Kerne in meinem CPU. Mehr als 10. 12. Und trotzdem wird nur ein einziger benutzt und der hat schon ziemlich viel Tick-Tack-Rate, aber die werden halt einfach nicht gut ausgenutzt. Also so grafisch bin ich wirklich der letzte genervte Mensch. Sachen, die man gar nicht braucht. Grafische Elemente, die man fast nicht sieht oder so. Muss so viel Leistung entwickelt, also genutzt werden. Könnten sie alle auch vermeiden. Also einfach die Grafik nicht in diese Art verbessern, sondern in eine andere Art. Weniger Physikeffekte noch machen. So Sachen. Weil sie sind sowieso nicht gut, Physik Engines. Sie sind katastrophal. Sie sind immer sehr schnell dann wieder, ja, ausgeschaltet, oder? So, dass die Spiele es nicht nutzen. Aber gut. Die Menschen sind noch nie gut gewesen im Denken. Und da leiden halt immer die Nächsten dann. Aber so Anstand und Fleiß, das siehst du bei den Menschen fast nie. Eher bei den Zockern, die brauchen das nicht zu machen. Jetzt sind jetzt gerade zwei oder drei nicht so schlimm gewesen, aber random so ein mega scheiß Level. Sind noch ziemlich neu von letztem Jahr oder so, die dazu gekommen sind. Und diejenigen, die mit 1.0 dazu gekommen sind, die sind immerhin ein bisschen besser wieder. Aber auch ziemlich anforderlich. Und halt mit der schönen Optik. Nun, ja,
Aber die Engine ist ja vor allem das Schlimme, oder? Wieso nutzten sie die schlechteste Engine, die eigentlich nur für Handyspiele ist, für ein PC-Spiel? Ich frage mich, was haben die gedacht? Oh, schon wieder das Falsche. Immer die gleiche, der gleiche Skin, aber die falschen Werte. Gut. So. Was haben wir hier? Das ist gecheckt. Hier bin ich und kommt nicht nach. Welche Gegner kommen denn immer nach? Auch die langsamsten. Oh, Heilwirkung ist aber auch ziemlich wichtig. Ja, gut. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. So, zwei Level wieder gemacht. Ja, und dann wieder mal ausräumen. Nochmals ein. Also das Leuchtfeuer muss ich hier nicht machen. Das ist ja für nichts. Hallo. Uhrzeitschweinchen. Ja, schon wieder so ein Lauflevel, aber immerhin interessant dagegen. Komm, geh. Das ist so geil, dass der Magier so ja, schnell down ist. Hat viel mehr Spaß oder viel mehr Nutzen. So. Ja, das ist nicht so. Skorpion war fast nicht zu sehen und plötzlich ist tot. Gut. Das ist ziemlich. Ja, man muss viele Gegner töten. Hm. Ah, wegen Ambush, klar. Wenn ich das nicht gedacht hätte. Ich habe schon während dem Aussagen. Das ist ziemlich gut. Ja, wahrscheinlich besser sein natürlich. So, da. Also währenddessen ich gerade nachgedacht habe, was ich rede, habe ich schon gewusst, dass es ein Ambush, weil es so lange dauert. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht aber ziemlich lange. Und wollte dann noch sagen, es ist sicher ein Ambush, aber es war schon da. Also das Insekt war schon zu sehen dann. Die einfältige. Das noch zu sagen dann. Aber ich hab's ja dann jetzt noch mal angesprochen. So, da müssen wir direkt hier nach Norden, Nordwesten. Ja. Gegen wieder. Aber Hammerdin ist so eine tolle Spielart, oder? Sein Beat funktioniert. Ist einfach so entspannt, dass ich meistens gar nicht die Tastatur benutze. Jo. Und wenn einzelne Gegner da sind und nicht mehr so gut swift, dann zähle ich natürlich schon gut. Aber nicht nötig. So, wieder diesen leeren Akamalkan. Ich.
Doktrine. Nee, mit. Panzerschild. Nö. Nö. Gut. Also, ich möchte gerne noch eins dieser Idole finden. Wenn doch schon so viele Echos gibt davon. Rüstungsbruch können wir mitnehmen. Wieder nicht. Okay. Ist nicht so schlimm, aber wir bekommen ja bald doppelte Belohnungen über. Zu 35%, glaube ich. Da ist es. Ah, wir haben es schon. Deshalb sind so viele. Okay. Jo. Und deine Schurken. Götze. Okay. Gut, ja, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dragobasler. Tschüss. Yes.